Servus liebe Leute und dann willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Last Pokémon Standing Challenge. Spielt mit dem Paranoia. Ja, im letzten Part, da hatten wir hier oben im Drachenturm mal quasi ein kleines Vergnügen mit N und seinem geliebten Schmusetierchen Sekrom mal mitgehabt. Und unsere Aufgabe ist natürlich, halt eben jetzt zu Route 4 aufzumachen, um halt eben dann dort in das Relikte Castle mit reinzugehen. Um dann, wie ich auf Pokewiki zumindest gelesen habe, soll sie dann dort dann weitergehen. Also ich kenne halt eben jetzt die Story zu Schwarz-Weiß 1 mal noch nicht wirklich. Ich habe lediglich immer Blazeback und Wurzfight mal gespielt vor 3 Jahren, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, wie es zumindest auch so in meinen Regeln ja mit angegeben ist, wenn ich quasi eine, sagen wir mal eine VM mit benötige und ich habe kein Pokémon von meinem restlichen Team was mit einsetzen kann. Ihr seht ja quasi, welche Teammitglieder hier noch mit am Start sind. Bedeutet natürlich, ich darf dann hier ausnahmsweise ein Pokémon mit reinnehmen, was er dann in diesem Fall ja dann auch fliegen mit erlernen kann. Und ich habe natürlich jetzt so das Gras hier auf und ab hier gewatschelt und habe quasi mit herausgefunden, welches Flug-Pokémon dann eigentlich dann hier in der Lage ist, ja, dann mit gefangen zu werden. Ich habe ein Flug-Pokémon gefunden. Allerdings muss ich das erstmal noch mit hochdrehen auf Level 43. Es ist Golgantis. Golgantis, das verdammte Vieh, was ich ja so gesehen als, also als Ersatz-Account mal gefunden habe, was natürlich dann in diesem Fall ja auch fliegen kann. Also in diesem Sinne, ich musste das natürlich erstmal auf Level 43 erstmal mit hochtrainieren, damit ich überhaupt erstmal fliegen mit erlernen kann. Und das Kuriose ist, in der Zeit, wo ich ja quasi das Vieh mit trainiert habe, bin ich ja quasi bis zur Route 4 Strecke dann mir quasi wieder mit zurückgelatscht. Um mal den da dort noch die ganzen gedodgten Trainer alle noch mit herauszufordern. Und da war das Vieh immer noch nicht auf Level 43. Kann es euch keinen erzählen. Tja. Gut. Schade eigentlich, dass ich dieses Pokémon wirklich niemals in mein Team mit hineinnehmen kann. Weil ich muss sagen, es hat durchaus schon viel Wirkung mitgezeigt. Natürlich musste ich auch zwangsweise auch mal hier mit Rocky Bianca und auch mit Otto hier mal mit rein, weil quasi Goldenfly hier, um das Vieh erstmal zwangsweise mit hochzutrainieren, ja ziemlich lange mit gebraucht hat. Was ist das hier überhaupt? Achso, ja gut, das ist eine andere Geschichte. Damit ich das überhaupt Level 43 mal mit hochtrainieren kann. Aber hey, nun wird es Zeit, auf zum Relikt Castle und hallo, kann ich nicht dahin fliegen? Ach so, verstehe, ich darf nur in die nächste gelegene Stadt fliegen und dann dort noch hinlaufen. Na gut, was soll's. Aber hey, was soll's. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich, na gut, ich muss erstmal hier Goldenfly erstmal wieder mit ablegen. Ich muss das mal Goldenfly erstmal wieder mit ablegen, damit ich es, wenn jetzt noch irgendwelche Kämpfe damit sein sollten, weil im Relic Castle, da war ich bisher noch gar nicht drin. Es kann durchaus möglich sein, dass ich ja dann quasi dort noch einige Trainer ja dann noch mit haben tun. Und von daher muss er dann erst einmal, ja, Goldenfly auf die Box mit abgelegt werden. Ja, also ich meine, ein beliebiges Flug-Pokémon, wenn ich das da irgendwie gefunden hätte, das hätte ich da quasi auch mitnehmen können, wenn quasi eins mitgekommen wäre. Aber da ist natürlich das mitgekommen und ich dachte mir, komm, guck's eigentlich doch mal nach, wer kann eigentlich alles fliegen mit erlernen. Das Vieh kann es natürlich. Ich glaube, es wäre bestimmt viel einfacher gewesen, einfach auf eine der folgenden Routen mit entlang zu laufen und mir dann dort ein lästiges Flug-Pokémon mitzuholen. Weil kommt jetzt so gesehen auf dasselbe mit hinaus. Naja, egal, was soll's. Dann nutzen wir einfach mal erstmal diese Gelegenheit, müssen jetzt hier auf Route 4 Relict Castle. Warum ist ausgerechnet jetzt hier hin? Warum ist ausgerechnet jetzt hier hin? Verstehe ich mir überhaupt nicht. Kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Insbesondere das Lustigste ist, ich habe jetzt quasi immer noch die Aufnahme noch mitlaufen. Seit mittlerweile über 1 Stunde und 7 Minuten läuft es noch mit die Aufnahme. Jetzt habe ich natürlich nicht ganz auf den Schirm, wie lange jetzt hier der erste Part mit ging, aber man kann sich quasi vorstellen, die restliche Zeit, die habe ich ja quasi damit verbracht, einfach hier Goldenfly mit zu trainieren. So in dem Sinne. So, müssen wir mal gucken. Muss mal gucken, du hier, Super Rebell, das hier wir brauchen und so. Gut. Dann gucken wir mal nach. Habe ich vielleicht hier. Wo ist jetzt hier der Eingang? Achso, der ist hier. So. Ah, da kommt natürlich eine Runde Charon. Ja. Gut, da bin ich ja schon mal wenigstens auf guten Wege. Alles klar, kann ich mit rein.
Ja, wird Zeit, Relic Castle. Also Relic Castle. Wo muss ich aber jetzt eigentlich hin? Ganz unten? Muss ich da hin? Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wo ich überhaupt jetzt hin soll. Und ja gut, jetzt noch diese ganzen Trainer hier damit wegzuklatschen. Gut, das, ich glaube, das erspare ich euch mal hier so im Einzelnen, weil wenn wir mal so auf die Level mal mit gucken, nicht der Rede wert. Also klar, man hätte schon sonst wie frühzeitig mit reingehen können oder ich hätte auch mitmachen können. Ich wollte beinahe auf Run gehen. Okay, also ich skippe mal die jeweiligen Trainer, bis wir dann an einer bestimmten Stelle mit angekommen sind, wobei ich jetzt noch nicht ganz genau weiß, wo genau hin. Oh, ich würde nur sagen, ich bin wohl richtig, weil hier habe ich erstmal so einen Weißen von Team Plasma mit am Start. Hallo. Na? Okay, gut, der will nichts. Ja, Team Plasma Vermöbelung in 3, 2, 1, jetzt. Jetzt bin ich mal neugierig. Hat die etwa jetzt hier wenigstens das Level jetzt ja mit angepasst? Ja oder nein? Weiß ich gar nicht. Also, ich darf nicht erwähnen, ich habe es auch bisher jetzt nur einen Trainer für euch jetzt hier mit geskippt, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, ja, dass wir jetzt ja noch mal weiter mit haben, aber es war gar nicht notwendig. So, also ich darf natürlich schon mit bemerken, Level Cap Level 43, und wenn ich jetzt noch so eine ganze Schar von, ja, Team Plasma rüber jetzt noch vor mir mit habe, dann wisst ihr natürlich Bescheid, wie dann hier der Hase läuft. So, in dem Sinne. Gut. Natürlich hat der quasi Superzahn ja gewaltig viel Schaden mit verursacht. Und der trifft natürlich noch mit dem 90% Move. Gut, habe ich eigentlich bisher auch immer. Also, warum reg ich mich eigentlich darüber auf? Hat ja keine große Relevanz, mich darüber aufzuregen. So, Petro? Nein, Moxi. Moxi, Moxi, Moxi. Das ist mir auch sowas von egal. Wir schicken mal Ottolein mit rein. Oh man, oh man, oh man. Und dann haben die nur solche lässigen, also solche lächerlichen Level hier. Also, ich meine, muss ich jetzt gegen diese ganzen hier mit antreten? Also ja, ich muss ja augenscheinlich, aber komm schon. Wenn wir schon die Gelegenheit haben, dann auch quasi gegen viele zu skippen, zu dodgen, ja, kommst du auf dasselbe für mich jetzt mit hinaus, dann, ja komm, dann nutzen wir einfach mal diese Gelegenheit. Ach, es ist schön, wenn du auch mal solche Kämpfe hast, die du gerne mal mit überspringen tust und du kommst mal wieder so in die Genuss, mal wieder solche langsamen Kämpfe mal wieder mit am Start zu haben, dass halt eben dann in diesem Fall die Kämpfe sich unfassbar in die Länge ziehen. Reversal will Otto Schleiner lernen. Nein, erstmal kein Reversal. Nein, kein Reversal. Ist zwar eine feine Sache, aber ich möchte hier nicht so auf das Risiko mit eingehen, dass ich erst so, was weiß ich, hier im gelben oder im roten Bereich mit bin und dass ich dann dort anfange, ja, Reversal mit einzusetzen. Na, lieber nicht. Meine Güte. Also, ganz ehrlich, ich habe irgendwie den Eindruck, ich werde, also diese Challenge, die werde ich sowieso nicht gewinnen, davon abgesehen, aber ich werde diese eher gesagt in der Form so verlieren, dass ich quasi über Level mit allen meinen Pokémon, weil ich ja quasi gezwungen bin, jetzt gegen sämtliche Team Plasma hier Luschen hier mit anzutreten, und ich kann die alle nicht skippen. Ich muss quasi gegen diese mit antreten. Kann es sein? Ich glaube ja. Also ich meine, Bianca darf noch ein Level, Otto noch ein Level, Rocky noch maximal zwei Level, aber ich muss dann noch mit bedenken, ich muss dann quasi wieder komplett wieder retour zur Route 8, dann noch, keine Ahnung, 10.000 weitere Routen, dann vielleicht doch gegen Team Plasma hier auf antreten, die noch eine Route verkloppen, dann noch in die Arena rein und dann noch gegen Lysandro. Wie willst du das bitte mit nur drei Pokémon schaffen? Insbesondere, wenn die dann quasi in diesem Fall auch, ja, schon an der Levelgrenze mit sind. Wie hat man sich denn das denn eigentlich dann überhaupt noch vorgestellt? Also, wenn ich durchaus ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, dann hätte ich jetzt vielleicht noch ein oder zwei weitere Pokémon. Gut, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen ausgeglichener. Aber das wird jetzt ehrlich gesagt ziemlich kritisch. Hätte ich jetzt hier reingemusst oder hätte ich vielleicht einfach nur die Treppe dort hoch gemusst? Okay, ich glaube, diese Frage wurde somit schon hinreichend beantwortet.
Okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Come on, please. Warum bitte? Warum? Was habe ich euch eigentlich getan? Was habe ich euch eigentlich getan, dass ich gegen diese ganzen Dullis hier mit antreten muss? Gut, aber hier muss ich jetzt runter, eindeutig. Cool, Spukball. Ja, nice. Spukball, was mir aber sowieso nicht so großartiges Nützen tut. So in dem Sinne. Wo habe ich meinen Schutz? Da habe ich den. Ganz wichtig Schutz einsetzen, weil ist einfach so. Ich dachte, ich müsste einfach mich nur in die Nähe des Treibsandes mich hinbewegen und dann werde ich nach unten geschleudert. Also schön. Setzen wir erstmal hier noch Highlights ins Bett ein. Und ja gut, ich kann das mal zeitweise erstmal No Rocky hier mit einsetzen gegenüber die ganzen Team Plasma Dullis, die zwar überwiegend auch nur mit einem einzigen Pokémon kommen, aber jeden einzelnen Kampf, den ich hier mitmachen muss, bei meinen restlichen Teammitgliedern sind schon eindeutig einer zu viel. Okay, verstehe. Wenn ich quasi renne, dann... ja gut, dann ist es einfach so. Oh Gott, und dann noch ein Doppelkampf. Oh, please, nein. Please, why? Why did you do this? Hoffentlich hat ihr dann aber wenigstens dann wirklich nur ein einziges Pokémon. Dann... come on, please. Das ist nicht euer Ernst. Mal sehen, wo bin ich jetzt hier? Achso. Ich muss erstmal wieder eins hoch. Und genau, hier muss ich lang. Immer wieder diese schöne Animation. Ach, herrlich. Gut, okay, also nicht rennen. Das ist erstmal ganz wichtig. Und dann habe ich auch noch ein Team Plasma Rebel. Oh Gott, please. Oh, warum muss ich gegen diese ganzen Dullis alle kämpfen? Was hat man sich dabei nur mit einverlassen? Hat man damals, als man dieses Spiel entwickelt hat, sich nicht mehr Gedanken darüber gemacht, dass man 9 Jahre... Oder warte mal, wann kann's raus? Ich glaube doch, 2011 kann's raus. Dass man 9 Jahre nach Release sich irgend so ein Bekloppter, sich einer so eine Challenge sich einfallen lässt, dass man... naja gut, das ist eine andere Geschichte. Aber die hätten ruhig mal ein bisschen vorausdenken können. Das Level-Limit wird unaufhaltsam immer näher zu mir rüberkommen. Immer weiter unaufhaltsam, bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich es ja gesehen habe, kommt natürlich jetzt quasi der erzwungene Doppelkampf. Ach, ist das schön. Ja. Gut, ich würde sagen, Otto und Rocky machen das. Also, müssen das irgendwie machen. Boah, Junge, du. Bitte sag mir, dass die lediglich nur ein einziges Pokémon haben. Jeweils nur ein einziges. Ja, das wäre... Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Was kann jetzt eigentlich noch schlimmer sein als ein erzwungener Doppelkampf? Richtig, indem du 2 Dullis hast, die mit dir nur einen Einzelkampf mal mit haben wollen. 2000 Jahre später. Jetzt war es natürlich ein bisschen sehr kritisch. Rocky darf noch einmal leveln, Otto und Bianca an sich auch noch einmal und dann ist Feierabend. Wenn ich es quasi... dann fertig springe mit einem, oder eher gesagt mit allen 3 Pokémon zu überleveln, dann ist, ja, dann ist die Challenge für mich vorbei. Aber hey, ich bin endlich mal ganz weit unten angekommen und da konnte sich auch noch Challenge, der Dulli. Wow. Ja, Leute, es wird auf jeden Fall Zeit, wieder im Hochzeitsbieten mit der Geschichte, Geschwindigkeit, so in dem Sinne, weil ich permanent drücken muss. So, wer kommt jetzt? Wieder Juniper und so weiter. Ins Museum nach Necrin City. Okay, und wo ist es quasi das Museum von Necrin City? Müssen wir gleich mal mit gucken. Na, mal sehen. Dann setzen wir natürlich einmal eine Runde Fliegen ein. Jawohl, das macht so einen Haufen Spaß. Okay, Forschungshaus.
Ach, alles da, hier steht sie schon, die ganzen. Wie auf Bestellung. Wie bestellt und nicht abgeholt. Stimmt, ich glaube, von der kriegen wir doch jetzt hier das besondere Item. War das nicht so? Na klar, sie hat das, glaube ich, immer so mit am Start, ne? Ja, na klar, ich bin damit einverstanden, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht mehr so weit kommen tue. Es sei denn, ich kann es tatsächlich die ganzen restlichen Trainer und was auch immer alles mit dodgen. Apropos Trainer. Wenn ich mir das mal so mit überlege, irgendwann wird es ja auch quasi ja Zeit, dass ich ja quasi ja auch irgendwann mal wieder gegen Charon und wieder Bell wieder antreten darf. Oh man. Okay, also fassen wir es kurz. Ich komme nicht mal bis zur 8. Arena. Ich ahne es jetzt schon. Ich ahne es schon, das ist jetzt vielleicht der vorletzte Part, den ich jetzt mit haben werde. Sofern ich dir noch irgendetwas Großes mitkommen tut. Wenn ich dann quasi. Warte mal, wo soll ich jetzt hin? Achso, da können wir natürlich jetzt mit gucken, okay. Gut, ich würde mal zumindest sagen, ich weiß, wo ich jetzt als nächstes mit hin müsste. Also jetzt hier Route 8. Wir sehen uns gleich dort wieder. Okay, Leute, ich habe mir das jetzt mal wie folgt überlegt. Also für euch wird jetzt erstmal diese Part hier wieder mit zu Ende sein, weil wenn wir quasi schon potenziell ein Ende dieser Challenge damit voransehen, dann möchte ich das lieber in einem Folgepart mit haben, weil wenn ich mir das mal so auf der Zunge mir mal mit zergehen lasse, ich habe ja noch zahlreiche Trainer dort oben auf der Route, wo ich bisher noch gar nicht war, und es kann halt eben dann durchaus mit möglich sein, dass wir quasi erst noch die ganzen Trainer dort noch mit platt machen tun, sofern ich diese nicht irgendwie dodgen kann, was natürlich dann die Folge hat, die Challenge ist da schon mit vorbei, aber ich ahne zumindest schon, irgendwann wird natürlich dann wieder Belle und Charon wieder, also Bianca im Englischen, wieder gegen uns antreten wollen, und dann besteht ja quasi die Gefahr, dass man dann hier überleveln. Tja, vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Part nach dem erdachten Endpart im kommenden Part. Ja gut, ich schweife das so lange rum. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.